Es gibt eine neue Spider-Man-Serie? Geile Sache. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal, The Red Hood. Ja, letztes Jahr lief eine neue Spider-Man-Serie an, namens Marvel's Spider-Man, die, naja, ja, nicht so gut von den Fans aufgenommen wurde. Denn das Problem war, vor der Serie gab es Ultimate Spider-Man und die war auch nicht, naja, so toll. Und wer ist daran schuld? Speck? Na gut, hört einfach selbst. Jetzt fragt euch sicher, warum ist Spectacular Spider-Man daran schuld? Ganz einfach, weil es so gut war. Spectacular Spider-Man lief vom Jahre 2008 bis 2009 und wurde danach leider abgesetzt. Und das absolut zu Unrecht. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal etwas zur Story zu der Serie. Die Serie startet nach den Sommerferien und Peter war die ganze Zeit damit beschäftigt, Spider-Man zu sein. Und hatte damit natürlich auch seinen Spaß. Die Schule geht wieder los und es soll sich alles ändern. Flash soll ihm nicht mehr auf der Nase rumtanzen und Peter will angesagter werden. Allein in der ersten Staffel trifft man dabei schon auf Charaktere wie die Osborns, also Harry, oder auch Norman, Gwen, Mary Jane, Dr. Connors, Eddie Brock, Doc Ock, Sandman, Venom und das waren noch nicht mal annähernd alle. Also ihr seht schon, die Serie hat viel zu bieten. Auch bei Fans war sie mega beliebt. Ich habe mir erst neulich die komplette Serie gekauft und muss sagen, sie hat sich super gehalten und macht immer noch mega Spaß. Am coolsten finde ich ja, wie die Gegner eingeführt werden, denn man lernt sie schon lange, bevor sie böse werden, kennen und das macht sie so schon fast, ja, sympathisch. Das beste Beispiel dafür ist Eddie Brock. Man lernt ihn, ich glaube sogar schon in der allerersten Folge kennen, aber er wird erst zu Venom am Ende der ersten Staffel, also man lässt sich in der Serie wirklich viel Zeit, was natürlich für das Serienformat perfekt ist, denn das ist ja der Grund, warum man etwas in der Serie macht. Und glaubt mir, sobald die Venom-Folgen kommen, macht euch auf die besten Folgen gefasst. That is Pete. Worse, the two of them pretending to be Boy Scouts. And all they do is destroy anyone and anything that gets in their way. You're alive. And you're calling to me. Ja, jetzt kommen wir zum, ja, traurigen Teil der Geschichte. 2009 wurde die Serie eingestampft, denn Sony gab die TV-Rechte an Marvel zurück, beziehungsweise an Disney. Denn Disney kaufte Marvel und bei Sony lief es echt nicht gut. Deshalb haben sie manche Rechte an Spider-Man zurückgegeben und das durch einen Deal zwischen Disney und Sony. Sony behielt danach quasi nur noch die Filmrechte. Sie verloren sogar die Merchandise-Rechte, was für Sony eigentlich eine große Einnahmequelle war. Und damit war dann auch das Ende von Spectacular Spider-Man besiegelt. Und anstatt die Serie weiterzuführen, wurde eine neue gestartet, Ultimate Spider-Man. Und wie gesagt, diese war auch, naja, eher gemixt. Selbst Sony sagte später, dass sich der Deal nicht gelohnt hätte, da Disney jetzt schon so viel Geld alleine mit dem Merchandise gemacht hat, dass es quasi sinnlos war, der Verkauf. Aber naja, jetzt ist es zu spät. Es gab sogar schon Gerüchte von der dritten Staffel mit neuen Gegnern wie zum Beispiel Scorpion oder den Hobgoblin oder Hobgoblin, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Ich glaube eher Hobgoblin. Und ja, ich persönlich hätte mich mega gefreut, hätten die es noch zu Ende gebracht, denn die Folgen waren, wie gesagt, anscheinend wirklich schon fast komplett durchgeplant und auf Ultimate Spider-Man hätte ich auch ruhig verzichten können. Aber na gut, Leute,
Ich würde sagen, das war's mit dem Video, die Geschichte von Spectacular Spider-Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn ich plane aus diesem Format vielleicht eine Reihe zu machen. Natürlich nur um Comic-Sachen, also Serien, Filme oder auch Comicbücher. Wenn ihr Vorschläge zu einem bestimmten Thema habt, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Es muss jetzt nicht unbedingt etwas sein, was abgesagt wurde. Ihr könnt auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben über Themen, die euch einfach interessieren oder Dinge, die ihr einfach besonders toll findet. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Leute. Ciao.